Spektakuläre Kunstflugmanöver über dem Gelände des Mühldorfer Flugplatzes. Am Steuer sitzt Yvonne Schöneck aus Taufkirchen an der Vils. Die 45-Jährige ist von Beruf Verkehrspilotin und kann auch in ihrer Freizeit nicht genug bekommen vom Fliegen. Doch was macht sie aus, die Faszination Kunstflug? Also das Kunstfliegen ist halt das, man ist nicht so eingebunden in irgendwelche Limits und Begrenzungen, man kann halt ganz frei, gerade das Freistil fliegen, man kann ganz frei fliegen und rumspielen mit, das ist dieses unmittelbare Fliegen in Wetter und Wind und also diese grenzenlose Freiheit eigentlich, die hat man so richtig beim Kunstfliegen. Gefragt ist beim Kunstflug vor allem Präzision. Es gibt ja so Wettbewerbskunstflug, also klassischer Kunstflug, da trainiere ich auch und das ist halt sehr exakt zu fliegen, dass die Linien wirklich gerade sind und dass die Rollen, die in diesen Linienkombinationen drin sind, dass die in der Mitte sind, die Linie vorher muss genauso langsam wie die Linie nachher. Die Rollen müssen exakt gestoppt sein, da darf man nicht nachwackeln. Also es ist schon eine sehr große Herausforderung, das alles so ganz präzise zu fliegen. Kunstflug ist für Schöneck weit mehr als ein Hobby. Die 45-Jährige investiert in erster Linie viel Zeit. Ja, ist doch sehr zeitaufwendig, weil man muss viel trainieren, das ist wie bei jedem Sport. Das ist ein Hochleistungssport, man muss auch fit sein. Also ich mache jeden Tag Sport dafür und ich muss da so viel wie möglich trainieren, was relativ schwierig ist in Deutschland, weil man sofort Lernprobleme hat. Aber ohne Training kann man halt auch nicht gut sein. Das ist, wenn jemand, der Klavier spielt und kann nur einmal im Monat trainieren, dann wird das nie ausreichen. Und insofern ist es schwierig. Ich weiche halt aus, ich trainiere viel in Tschechien, in der Slowakischen Republik, in Belgien, in Frankreich. Also ich muss immer weit wegfliegen, um zu trainieren, weil ich leider in Deutschland immer sehr viele Probleme habe mit Training. Schöneck hat ein festes Ziel vor Augen. Ja, ich habe noch ein Trainingslager und wenn ich gut genug bin, dann gehe ich wahrscheinlich zur Weltmeisterschaft dieses Jahr. Die ist in Dubnica, Slowakische Republik und ich möchte halt einfach nur gut mitfliegen. Also das ist mein erster internationaler Wettbewerb und ich bin schon froh, wenn ich da eigentlich gut mitfliegen kann.